Ich hab gestern Morgen überlegt. Kann ich auf diesen Weg. Okay. Hey, boah, das läuft super. Ja. Hey. Ja. Geil. Jetzt muss was kommen. Hey. Vorgestern Mittag um 2.04 Uhr. Um 4.02 Uhr war ich irritiert. Ich hab gefragt, wo ich relehne. In meiner Karre oder irgendwo anders hab ich ein Badewanne. Oh! Ich hab in mein Dusche reingeguckt. Reingeguckt? Vorhang weg, alles dunkel, schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Okay. Ich hab geputzt, alles sauber. Danach hab ich meine Angestellte gefragt, hey, bist du ein Taube? Taube. Die Fucke. Ich bin Taube. Fucke. Ich bin ein Taube. Flap, 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 war die weg. Ich hab den gekündigt, danach eingestellt. Da bin ich. Oh, entzündet, entzündet. Oh, ich hab entzündet. Entzündet. Übernehmen, Rashid, übernehmen. Gib mir wieder zurück. Hey, hey, hey. Schmeiß mir Thema rein. Hau rein, Rashid, let's go. Entzündet. Entzündung. Was? Der war doch auch wieder in Jordan. Achso, der hat meinen Bart gekillt. Dann müssen wir jetzt kurz die Nachrichten. Dann müssen wir jetzt kurz die Nachrichten anmachen. Und danach kommt deine Freestyle-Session. Sorry, ciao. Das Label bietet Mode für jeden Typ von Frau an. Kollektionen gehen von Größe 34 bis 42. Komm mal näher. Nicht so nah, was ist mit dir los? Was ist gerade in meinen Augenlid drin? Was ist mit dir los? Tu mal einen Meter Abstand nehmen. Ein bisschen näher kommen. Stopp. Tu mich von den Winkeln. Dankeschön, Kati. Von den Winkeln. Tu mich von den Winkeln. Ist Film. Ziemlichkeit, ja, zu 12 Grad haben wir den ganzen Tag kackt. Genau heute. Kaum Sonne erst ja. Nachmittag. Ich gehört, wie ich vorhin gerappt habe. Ja? War gut, ja? Wer sind deine musikalischen Vorbilder? Du bist ja rapmäßig auch, du hast so viele verschiedene Reimstrukturen auch. Kreuzreim, Double Rhyme tue ich in der Regel machen. Wer sind deine Vorbilder? Von internationalem Niveau oder Deutschland? Beide. Gibt keinen. Okay. Alles klärchen. Da kannst du mal gleich weiter mit antworten. Hey, 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 hey. Ich tu den Sound in meinen Ohren reinbringen. Bissle singen, bissle hier und da. Ich tu alle meine ganzen Riesen ringen. Okay, los, komm. Weil ich schaff's nur so wenig schon. Was machst du? Später raus. Genau, gell? Ah, ist das schön hier. Mann, hier wird gefreestylt und gerappt im Hintergrund. I'm so tired. 8 Uhr, 6, 96, 6, 4, 5, John und Rashid sind im Haus. Gesungen wird natürlich auch, denn wir feiern die neue Single von Antoine. Namens Lohn ist. Arbeitsamt dein Geld auf Konto gewiesen. Jetzt kommt gleich mein Hitzing. Aber weißt du, was das Schöne ist, Antoine? Guck mal, warum machst du so einen Song? Um Preise zu gewinnen, oder? Genau. Aber was, wenn wir dir sagen, wir haben schon einen Preis für dich? Was für ein Preis? Weil eine goldene Schallplatte, glauben wir, dauert noch ein bisschen. Aber wir haben das was anderes hier für dich. Ist der Jam FM Award. Ja, der Gold das Award. Das hier ist der Jam FM Gold Award. Und den kriegst du, weil das letzte Video, dein letzter Besuch hier bei uns, über 1 Million Klicks hatte. Hast du verstanden? Warte, nur, dass du auch richtig verstehst. Keine 1 Million Euro. 1 Million Klicks. Ja, immerhin. Okay? Kriegst du von über uns, 1 Million. Kriegst du von uns über 1 Million diesen Award überreicht. Herzlichen Glückwunsch. Den hast du dir verdient. Ja, Mann. Deine Antoine hat diesen Preis einfach verdient. Ja, du warst bei uns, du hast abgerissen. Kannst du aber auch, musst aber auch Percy sagen, der war auch da gewesen. Ja, dass der ist mir scheißegal, dass der da war. Okay, das kann auch möglich immer noch nicht. In meiner Richtung war ich alleine. Ich habe den Druck alleine. Der hat gar nichts gemacht. Mein aber Damen du Herren, hast du gewonnen. Tu mich nicht unterbrechen. Meine Damen und Herren, erstmal möchte ich sagen, danke. Ohne euch hätte ich das wahrscheinlich in einer anderen Radiosendung. Wahrscheinlich. Ja. Also aber vielleicht nicht den Jam FM Award, aber den gibt es hier nur. Genau. Ja. Vielen Dank für euren Support, für den Klickzahl, dass ihr immer an meiner Seite wart. Waren wir immer. Nicht du, ich rede gerade zu den Leuten. Achso, aber ich war auch da. Natürlich warst du da, aber ich tue gerade Dank zu den, zu den Leuten. Ja, ich mal. Und dann am Ende komme ich zu euch. Ich sag, okay, vielleicht. Meine Damen und Herren, vielen Dank für den Preis. Nach über 1 Million Klick, sag mal so, ich habe Jennifer M. gerettet. Ja. Zweiten Ebene. Rashid, wo hast du Jam FM gehört? Rashid. Warte, er wird emotional wegen der Musik. Vor was hat der Jam FM gehört?
Vor den Untergang. Von was für Untergang? Hey, wir haben so viel Geld für so eine Award auch. Den Untergang. Hey, hey. Okay. Wenn wir jetzt nicht untergehen, dann weiß ich was. Rashid, Jonathan, Dankeschön für den Award. Ihr seid hell of moderators. Okay. Tut mich in den Arm nehmen. Aber sag nicht mit den Dings. Du hast nicht von Untergang gerettet. Aber guck mal, jetzt sind wir quitt, jetzt haben wir uns gegenseitig von Untergang gerettet. Er erzählt wegen Untergang. Rashid, ich habe mit deinem Geschäftsführer geredet. Der hat bei mir angerufen. Er hat gesagt, danke. Für was? Wegen Untergangrettung. Meine Damen und Herren. Warte. Jetzt zeig mal, wie du vor Untergang rettest. Jetzt deliver mal. Ring, 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 ring. Ringbahn, ring, ram, ringbahn. Baustelle zwischen Ostkreuz und Frankfurt. Mhm. Und bis Anfang August. Deshalb Schienenersatz. Mit Bosen. Mit Bosen. Mit Bussen meinst du das? Mit Bussen. Ich hab das ist ja nicht schlimm. Tut es löschen. Schlimmster Stau. Tut es löschen. Löschen wir gleich wieder, ja. Schlimmste Stau. 1A. 1A. 1 bis 3. Stadt einwärts. Zwischen Altdorf und Spätenstraße. Okay, Punkt, ja. Ja, stark, Alter. Wirklich. Wir waren besser dran vor dem Dings. Ja, war. Wir waren besser. Jetzt ist der Untergang. Langsam rutschen wir näher. Der Untergang in den Award wieder zurück. Der Untergang bei uns. Geschenkt wie du heute. Nee, kann gestohlen. Man immer noch zurückkommen. Zweitens, ich tue das für den Audience machen. Die haben mich verstanden. Ja. Mach doch mal eine Umfrage und frag, wer das verstanden hat. Wir haben Antoine noch bei uns. Meine Damen und Herren. Gleich die große Premiere. Ich habe den FM Award gekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gleich die Premiere von deiner Single Lohne Star. Wir werden wieder zurückholen noch. Was ist denn eigentlich, wenn dich jemand disst, Herr? Würdest du auch einen Diss-Track geben? Also bist du auch so Battle-Rap-mäßig unterwegs? Ja und nein. Hast du Feinde? Ja und nein. Sag mal so, ein Gigant. Ein Gigant. Ein Gorilla. Mhm. Ja. Stell dir mal vor, da steht ein Gorilla. Silberrücken-Gorilla, komplett behaart. Ja. Steht da und dann kommt ein Rickets. Aha. Und sagt, verpiss dich, Gorilla. Ja. Und glaubst du, der macht einen Diss-Track? Aber er ist ein Rickets, ne? Wer bist du jetzt von denen? Ich verstehe die. Verstehe die Metapher nicht. Kann sein, ihr beide auf dem gleichen Level. Mhm. Das in euren jetzt in der physischen Frage vom Gehirn her bei euch. Ich versuche auch mich hart zu konzentrieren. Nein, nicht dich ernst von Herzen konzentrieren. Ja, okay. Seid ihr dumm? Nee, was aber versteht ihr an den metaphorischen Fragen nicht? Also, wer ist jetzt dein Feind? Du hast einen Silberrücken-Gorilla. Ja. Und ein Rehkitz. Ja. Und ein Rehkitz sagt zum Silberrücken-Gorilla, hey Silberrücken-Gorilla, verpiss dich. Ja. Was macht der Gorilla im besten Fall? Er frisst das Rehkitz. Nein, der isst kein Fleisch. Natürlich. Der geht, tut den Rücken, seinen Silberrücken zeigen und aber sagt, verpiss dich. Was ist mit der Mutter von dem Rehkitz? Ja. Weil, wenn die sieht, dass ihr Rehkitz bedroht wird von dem Gorilla, dann würde die auf den Gorilla losgehen. Und dann würde die wahrscheinlich den Gorilla zerfetzen. Und jetzt denk mal drüber nach, wie du dazu stehst. In der Geschichte. Ja. Das stimmt. Also erstmal muss ich sagen, super Gegenfrage. Geh mal den Award wieder zurück. Wer bleibt dir? Der bleibt dir. Du kannst nicht sagen, dass der hier und das Rickets, tu mal da beenden die Geschichte, wo ich das beendet habe. Okay. Das war mein Beispiel. Okay, also du bist das Rickets. Ich bin der Gorilla. Ach so. Und das Rickets. Beides. Er ist beides? Hab ich gesagt. Er ist beides. Und ich bin. Er ist der Aggressor und er ist der Empfänger. Und der Grashalm. Jetzt haben wir's. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie den ganzen Aggressionen im Vordergrund. Im Hintergrund ist aber noch ein bisschen schlimmer. Deswegen wollen wir Sie mit einem Lied begnügen, beglocksen, dass Sie sich entspannen können für die nächsten 3 bis 4 Minuten. Nächster Song ist Lohn ist da, können Sie das genießen. Ich bin ein bisschen lauter, Mann. Hey. Antoine Burz ist mein Name. Ich bin im Studio drin. Willst du ein bisschen drüber rappen? Ich lass noch an. Hey, ich lauf abends um 10 in mein Neighborhood. Kiosk ist da, Interesse, aber Geldbeutel kriegt kein Luft. Ein Snickers geht, scheiße, kein Cash in der Tasche. Nur mein Schlüsseltempo und ein Kontoauszug von der Sparkasse. Darauf steht H
halt dein Schnauze, Geld fehlt. Ich denk nach und mein Kopf wünscht sich von Herzen ein Fee. Ich sag, bitte tu mein Konto voll machen mit schönen Gaben. Und sie sagt nur, ich hab 5 Uhr, Junge, ich hab Feierabend. Dann passiert das, das niemand geahnt hat. Woohoo, let's go, people, to the celebrate! Aber jetzt hat dein Geld auf Konto gewiesen. Hey, aber jetzt hat dein Geld auf Konto gewiesen. Hey, lohn dich da. Lohn dich da. Emotion. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht dein Freundschaft. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss dich nicht. Mehr Power. Wenn du Geld in der Tasche hast, vergiss nicht dein Herzgefühl. Wenn du Geld aber nicht, wenn in der Tasche hast, ab und zu muss man eskalieren. Ein Feuerwerk! Oh, Güte! Was eine Bombe! Du hast hier durchgeschwitzt, ey! Hey! Nein! Wirklich, du hast eine Maschine! Das ist ein Hit! Das ist ein Hit, Antoine! Oh, herzlichen Glückwunsch! Ich hab gerade abgeliefert, auf jeden Fall! Man muss mir das sehen, ihr habt aber auch super getan! Muss man! Ey, aber alles, Performance war wirklich alles, was jetzt kommt, alles, was jetzt kommt, kann leider den Level nicht halten, ey! Kackt ab! Wir versuchen es mit The Weeknd! Kendrick Lamar! Cam FM! Deine Nummer 1 für neue Musik!